wie kann ich Gesäßmuskulatur trainieren? Vielleicht mal eins. Man hat einen grossen, mittleren und einen kleineren Gesäßmuskel. Schlussendlich kann ich sagen, von der Bewegung her, das Gesäß macht eine Aussenrotation und die Hüfte strecken. Das heisst also, wenn ich meinen Fuß aussen rotiere, ganz hinten ziehe, habe ich den Gesäßmuskel optimal zusammengezogen. Und wenn ich eine Innenrotation mache und gleichzeitig die Hüfte beuge, wird es maximal dehnt. Wir können das vielleicht auch von dieser Dehnung, die man auch so überzieht, wo man eben den Gesäßmuskel dehnen kann. Wenn es schlussendlich ins Training geht, gibt es eigentlich zwei verschiedene Varianten. Das eine ist einfach, dass man das Gesäß hinterherum trainiert. Und das andere ist das, dass man einfach die Seite der Gesäßmuskulatur mit einer Abduktion trainiert. Also für uns entscheidend, entweder die Hüfte strecken oder Gesäß auf der Seite.